Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 23, My Team Karriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Unsere nächste Station führt uns ans Kaspische Meer zum großen Preis von Aserbaidschan. Eine Strecke, die mir in der Vergangenheit eher nicht so gelegen kam. Entweder hatte ich eine gute Pace, dafür lief das Rennen einfach irgendwie maximal unglücklich, oder ich hatte einfach generell schon mal keine Pace. Aber jetzt schauen wir mal, wie es in F1 23 wird. Ich denke mal, gerade mit diesen ganzen, ja, Fahrphysik, Fahrhandling-Änderungen könnte mir das vielleicht ganz gut gelegen kommen. Und wenn es jetzt tatsächlich mal nicht so läuft, ist ja auch nicht schlimm. Ja, man hat halt Strecken, da ist man besser, man hat Strecken, da ist man halt vielleicht weniger gut. Und außerdem können wir ja eigentlich auch mit breiter Brust an dieses vierte Saisonrennen rangehen. Denn wir haben tatsächlich für meine Verhältnisse das Unmögliche möglich gemacht. Wir haben als Neueinsteigerteam in allen drei Rennen jetzt zu Beginn tatsächlich Punkte geholt. Wobei man auch klar nochmal sagen muss, ich betone es immer wieder, man muss es auch in Verhältnis setzen. Ja, wir sind Neueinsteigerteam, aber das, was uns eigentlich zum Neueinsteigerteam macht in dieser F1 23 mit Teamkarriere, ist, dass wir kaum Einrichtungen haben. Also, dass wir da kaum was haben. Das heißt, wir können eigentlich in die Zukunft nicht so krass investieren. Stellen wir uns das einfach mal in der Realität vor. Es kommt ein neues Team in die Formel 1 und die bauen natürlich ihr Auto mit ihrem Budget, was sie halt einfach irgendwie haben. Und das Auto, was sie bauen, ist halt einfach quasi schon richtig, richtig gut. So, nur ist in der Formel 1 ja das so eine Sache, dass halt die Autos nicht so bleiben, wie sie sind, sondern die müssen entwickelt werden. Und genau da ist der Knackpunkt. Wir haben zwar eine geile Basis, aber die Entwicklung, die wird einfach ein bisschen daran scheitern, dass wir halt einfach, ja, nicht das Personal haben, nicht die Fabriken haben, und deswegen werden wir halt nach und nach natürlich ein bisschen ins Hintertreffen kommen. Ihr seht ja auch jetzt schon, ja, also, ne, klar, wir sind jetzt hier im Ranking zweitletzter, wir waren aber auch zu Beginn der Saison schon mal ziemlich weit oben, da wo Alpine und so steht, ne, also es ist krass, wie hoch wir eingestiegen sind. Aber wir sehen auch, ne, wenn wir jetzt mal diesen Strich nehmen, Alpha Tauri ist so leicht abgeschlagen, aber das sind ja auch, was sind das, 3 Pixel, ja, und dann aber Alfa Romeo, Haas, Williams, McLaren auch noch vielleicht so 1 Pixel über diesem weißen Strich, ja. Erst Alpine hat dann wieder so einen kleinen Bonus, und das ist jetzt der Stand jetzt nach dem letzten Rennen, ja, aber das ist, die sind ja alle gleich auf, und das macht es ja da hinten auch so unglaublich spannend, ja. Und deswegen, es wird schon so passieren, wie ich es angekündigt habe, wir werden nach und nach so ein bisschen nach unten sacken, aber ist ja auch okay. Das macht ja auch irgendwie spannend. Ich finde es, also ich persönlich finde es auf jeden Fall super spannend. Gut, aber steigen wir mal ein in den Management-Part, und da können wir zumindest mal freulich verkünden, wir haben einen neuen Sekundärsponsor gefunden. Okay, wir haben ihn noch nicht gefunden, aber wir bieten ihn an, diesen Slot, ja, auf unserem Fahrzeug. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was wir machen können. Also ich sortiere mal nach wöchentlichem Einkommen. Und was haben wir denn hier? Schließe bei einem Rennen mindestens unter den besten 10 ab. Ja, ja. Ja, hätte jetzt geklappt bis jetzt, aber ich würde das jetzt nicht ungern als ja, dauerhaftes Ding machen. Dann gucken wir mal, dann Indlovu. Ah, ist auch nicht schlecht, verdient 3 Konstrukteursmeisterschaftspunkte an einem. Ja, ne. Ne. Dann, was haben wir noch? Schließe bei einem Rennen mindestens unter den besten 12 ab. Mhm. Ja, Island. Schlage deinen Rivalen bei einem Rennen. Ja, auf jeden Fall. Also Rivalengeschichten könnten vielleicht in dem Teil wieder besser funktionieren, hoffe ich jetzt mal. Zumindest mal der aktuelle Rivale, Guan Yu Zhou, ist auf jeden Fall schlagbar. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Bis jetzt hat es mich in den letzten Teilen immer wieder verarscht. Wenn ich Rivalenziele genommen habe, dann hat er mir Rivalen vorgeschlagen, die einfach unmöglich zu schlagen waren. Rivalen beim Qualifying, okay. Ein Konstrukteursmeisterschaftspunkt. Die sind relativ ähnlich hier, was die Bonuszahlung angeht. Noch wöchentlich. Qualifying geht zumindest in P15. Schließe beim Rennen mindestens unter den besten 16 ab, okay. Besten 14. Okay, ja, okay, ja, okay, verstehe. Hab mich gerade gewundert, warum das schwierigere Ergebnis unten ist, aber ja, hier ist der Zielbonus höher, deswegen. Und Ding ist 0,3. Ja, okay, egal. 5 verschiedene Fahrer. Alle Trainingsprogramme, aber okay, das ist natürlich super gut machbar. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich das mit dem Rivalen machen. Dann hat man auch immer so diese Challenge, dass man auf jeden Fall besser sein möchte. Und wie gesagt, die wöchentlichen Einkommen oder das wöchentliche Einkommen, das haben wir ja auf jeden Fall. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, sagen, schlage deinen Rivalen bei einem Rennen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Deswegen gehen wir hier jetzt mit Highland. Jawohl, ja. Und natürlich wollen wir das direkt auch an unserem Fahrzeug anpassen. Es gab mittlerweile oder inzwischen noch keinen weiteren Patch, möchte ich mal an der Stelle sagen. Und ja, es gab jetzt ein paar Tage Pause hier bei My Team Karriere. Ich habe es, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, ja. Also ich hätte gerne jetzt noch ein paar mehr Folgen die letzten Tage rausgehauen, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, weil so viele andere Dinge auch anstehen. Es kommt ja gerade auch noch die Breaking Point Story, also Formel 1 müsst ihr ja nicht verzichten. Aber ich bin schon
gewillt, ja, schon jetzt regelmäßig. Also, dass zumindest mal in der Woche zwei Rennwochenenden kommen, am Wochenende und dann vielleicht unter der Woche nochmal ein Rennen. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar auch mehr, mal gucken. Ich habe halt auch noch andere Projekte hier auf dem Kanal und gerade die letzten Tage, Wochen so viele News gekommen und da wollte ich euch auch informiert lassen und ja, also ich habe Bock, was man glaube ich auch in den letzten Rennen merkt und deswegen, ja, schön auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast und ja, es geht weiter natürlich. Wow. Die Luft ist noch nicht raus. So, also Sponsoren, deswegen, ich habe es jetzt auch angesprochen mit dem entsprechenden, ja, noch kein Patch rausgekommen, weil zum Beispiel eben hier, wir können die Sponsoren immer noch nicht wegmachen, aber wir können ja immerhin schon mal entsprechend Sponsoren jetzt anbringen. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier vorne das auch vielleicht mal drauf. Dann machen wir hier auch vielleicht das Highland. Das lassen wir dann. Ja, muss noch nicht drauf unbedingt. Hier könnten wir auch das Highland machen, würde ich sagen, seitlich. Oder warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Das wäre dann hier Highland, Highland. Oben könnte man natürlich noch was anbringen. Hinten nochmal. Wenn hier mehr kommen, können wir ja auch ersetzen. Ich meine, es sieht einfach besser aus, wenn da was steht, wie wenn da nichts steht bei einem Rennwagen. Na, hier würde er natürlich auch nochmal gehen. Hier oben würde das Highland sogar ganz gut, ganz gut aussehen. Hier unten, hinten wird auch nochmal... Fläche ist ja richtig undankbar. Hier hätten wir nochmal auf der Seite. Ist aber auch richtig klein, für das eigentlich so eine fette Fläche ist. Ja, ich glaube, ich mache noch hier eins hin und dann ist erstmal gut. Dann soll das erstmal so passen. Ah, die Berge von Highland oben ans Fahrzeug dran finde ich dann ganz okay. Ja, ich habe auch, apropos Design, ich habe jetzt auch das umgesetzt, was ich gesagt habe, was mich letztes Mal gestört hat. Hier diese schwarzen Pfeile, sage ich mal, unter der neuen, ist jetzt ein anderer Lack. Ja, hatte ich ja vorher auch mit dem Matten, aber das hat irgendwie gar nicht geil gewirkt von weiter weg auf der Strecke. Das hat dann irgendwie so wie so eine Fehltextur ausgesehen, deswegen habe ich das jetzt eher hier so dezenter gemacht. Und apropos Lack, was ich mir auch noch überlegt habe, ich würde gerne, jetzt muss ich kurz gucken, genau, das ist die matte Geschichte, die lassen wir natürlich hier, dieses Schwarz, würde ich nicht Metallic machen, sondern ich glaube, da würde ich gerne entsprechend Hochglanz machen, also glänzend. Hier vorne beim Flügel sieht man das jetzt, so ist es vorher gewesen. Sieht jetzt hier in dem Vorschaubild so eigentlich auch ganz geil aus mit dem Metallic. Ich habe es dann aber mal getestet auf der Strecke. Und das mit dem Glänzen ist dann ein geiler Kontrast irgendwie. Da kommt auch das jetzt da unter der neuen nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Ja, dann haben wir nämlich auch verschiedene Lacktypen irgendwo. Ne? Dann haben wir quasi das dann hochglanzmäßig. Dann haben wir hier eben das Matte. Klar, das entsprechend die Texturmarker sagen, sind auch glänzend. Und das andere, also die Grundfarbe, ist ja dann so diese Metallic-Optik und dann hebt man sich da auch nochmal so ein bisschen gegenseitig mit verschiedenen Sachen ab. Finde ich jetzt eigentlich auch nicht verkehrt und ja, Augenblick, ein Augenschmaus ist es ja sowieso, unser Fahrzeug. Ja, und jetzt mit den Sponsoren, ja, wenn dann immer mehr Sponsoren dazukommen, dann sieht das auch in der Summe, finde ich auch, tutti completti gut aus. So, akzeptieren wir. Und ja, ist auch schon bekannt, habe ich gesehen, dass zum Beispiel habe ich ja mich schon gewundert, warum auf der Kleidung die Sponsoren nicht auftauchen. Das ist auch noch ein Bug, den es aber schon mal gab in den vergangenen F1-Teilen, der aber schon auf der To-Do-Liste ist. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall gefixt werden. Ja, zum Abzeichen habe ich euch ja auch mal abstimmen lassen, ob wir PXR Racing oder entsprechend hier mit Formula One-Team wieder machen sollen. Und tatsächlich haben jetzt doch die meisten mir dann recht gegeben, haben gesagt, ja, so ein cleanes Design ist dann doch eigentlich die schönere Optik und die schönere Wahl. Deswegen bleiben wir jetzt damit auch erstmal. So, okay, wunderbar. Das zudem, jetzt wird viel zu viel gelabert und gar nichts gemacht gefühlt. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier so ein bisschen machen können. Wir, würde ich mal sagen, investieren vielleicht ein bisschen in die Geschichte, dass wir das auch mal erledigt haben. Ne? Da fehlt uns noch das entsprechende Level. Aber dass wir das einfach auch schon mal haben, Motorabnutzung reduzieren, glaube ich, ist es nicht verkehrt, das einfach auch schon mal zu haben. Und dann gucken wir gerade mal, wir haben ja einige Sachen in Entwicklung, die werden auch zum großen Teil, denke ich, durchgehen, da wir die meisten auch jetzt schon zum zweiten Mal angestoßen haben. Wir haben auch eine längere Zeit tatsächlich bis zum nächsten Rennen. Deswegen gucken wir jetzt mal. Ich meine, geldtechnisch können wir jetzt, glaube ich, groß gar nicht viel ausgeben. Das ist alles deutlich teurer. Ja. Oh,
Okay, ja, also da müsste man natürlich auch mal überlegen, ob man nicht früh rein investiert, die Teamanerkennung, dass sie schneller erhöht wird, weil je früher man da rein investiert, desto natürlich besser. Aber ja, das mal nur so am Rande hier erwähnt. Wir gehen mal zu den Aktivitäten. Wie gesagt, wir haben super viel Zeit, deswegen gucken wir mal, was wir machen können. Okay, also wir können auf jeden Fall mal alle Abteilungen pushen, finde ich sehr gut. Dann würde ich sagen, den Rest können wir eigentlich auch mal machen. Ich glaube, wir haben so viel Zeit, wir haben eher so viel Zeit, dass wir sowieso alles mal machen können. Ist nur die Frage, macht das hier auch Sinn? Eher nicht, oder? Antrieb pushen und dann. Warte mal, wir machen das mal anders. Mal jetzt automatisch wählen, aber nee, das ist ja auch Quatsch. Moment. Wir machen erst das, was hier negative Effekte bringt. Dann aber, dass das alles wieder ausgeglichen wird. So. Und dann machen wir einfach den Rest. Dann ist die Reihenfolge jetzt auch egal, würde ich sagen. So. Dann haben wir so viele Tage eigentlich frei. Aber gut, mehr Aktivitäten haben wir halt einfach nicht. Und dann können wir, glaube ich. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 600 Punkte, aber da können wir uns, glaube ich, nichts groß leisten. Naja, knapp nicht. Ja, es wäre natürlich auch sinnvoll, die zweite Aero-Geschichte vorne mal anzugehen. Sonst haben wir wieder so eine Aero-Unausgleichgewicht. Und was wir auch vor allem machen müssen, ist Chassis. Ne? Das Chassis müssen wir unbedingt entwickeln. Der ist jetzt super günstig. 77% Rabatt. Was ist denn das passiert? Ah, die ist aber ausgelassen. Können wir eh noch nicht machen. Da müssen wir noch warten, bis das andere durch ist. Okay, in einem Tag ist es durch. Aber ich würde schon gerne auch die Reifenabnutzung tatsächlich angehen. Weil das, glaube ich, echt unser Hauptproblem aktuell noch so ein bisschen ist. Aber egal, wir gehen jetzt voran. Jetzt gucken wir mal, das müsste durchgehen. So ist es. Wir sind jetzt in der Lage, einen neuen Sponsoren für das Team zu gewinnen. Ja, das habe ich schon gerade gemacht. Geh zum Firmentab und öffne den Sponsorenbildschirm, um zu entscheiden, wen wir kontaktieren sollen. So. Und jetzt haben wir nämlich das freigeschaltet. Klar wäre das jetzt schon ein bisschen geschenkt. Aber wir können es uns eh noch nicht leisten. Wann kommt denn eine wöchentliche Auszahlung? Tut mir leid, dass ich gerade hier so hin und her springe. Bei ersten paar Tagen. Ja, weil meine Überlegung wäre jetzt gewesen, dass wir halt dann doch trotzdem das mit dem Reifenabnutzung in Angriff nehmen. Und der Rabatt, der verschwindet ja nicht. Also von dem her, ne, das können wir dann immer mal noch machen. Aber in dem Fall wären das halt verschenkte Tage, wenn ihr versteht. Deswegen würde ich dann sagen, machen wir das doch. Es würde auch vorher tatsächlich noch fertig werden. Ja, dann machen wir das auch. Ich meine, weniger Gewicht ist ja auch nicht schlecht. Dann machen wir das jetzt einfach mal. So. Dann gucken wir sonst noch. Haben wir sonst irgendwo einen krassen Rabatt irgendwie? Nee. Haben wir eh noch nichts freigeschaltet. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Es geht durch. Ich spreche nochmal trotzdem kurz ab. Ohne Probleme fertiggestellt. Ja, passt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, ein Event. Okay. So, die Pause bewilligen oder Arbeitstempo beibehalten. Wir müssen uns mal über das Arbeitstempo unterhalten. Was das Einhalten der Fristen angeht, schlagen wir uns zwar extrem gut, aber das Personal ist zunehmend gestresst und überarbeitet. Sie wollen alle, dass wir erfolgreich sind. Und obwohl es natürlich gut ist, dass wir die Fristen einhalten, könnte es zu plötzlichen Leistungseinbußen wegen überarbeitetem Personal kommen. Ich würde vorschlagen, den Leuten in der Produktion eine kleine Atempause zu verschaffen. Was meinst du? Ja, ich würde sagen, 50.000 ist es mir wert, eine 30% bessere Moral beim Chassis zu bekommen. Danke. Also Moral finde ich immer, ist immer super wichtig. Das Team muss happy sein. Das ist oberste Priorität. So, wir haben, das ist doch verbuggt, oder? Wir haben doch eigentlich 125... Ja, doch, haben wir ja bekommen. Nee, nichts verbuggt, alles cool. Wir haben nichts gesagt. wir haben jetzt zwar ein bisschen Geld, aber nee, es reicht uns nicht. Deswegen müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen voranspringen. Jetzt gucken wir mal, ob das durchgeht. Jawohl. Ja gut. Ist ja eh halt schon alles schief gegangen. Natürlich muss es durchgehen. Das wird uns jetzt vielleicht auch ein bisschen gepusht haben. Na, guck mal, schon sind wir wieder hinter Alpine. William ist auch richtig gut. Er ist so verrückt, wie unterschiedlich das ist. Aber mal gucken, die werden natürlich auch nochmal ein bisschen entwickeln bis zum Rennen selber. Ey, das da unten ist einfach alles so zusammen. Das ist so krass. ja, ist interessant. Wie gesagt, was wir halt auf jeden Fall anstoßen sollten, wäre, das kostet jetzt uns auch schon 700. Mit jedem Upgrade steigt das natürlich. Aber es wäre schon wichtig, das anzustoßen. Das, wie gesagt, kostet auch 700, wäre auch wichtig. Okay, okay.
Wir gehen erstmal weiter. Wir brauchen sowieso erstmal, ja, Kapazität. Macht sonst eh sowieso alles keinen Sinn. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Okay, Moment, was haben wir jetzt hier? Also, gute Neuigkeiten. Sie müssen ein paar Nächte durcharbeiten, aber die Abteilung hat den Fertigstellungstermin einhalten können. In diesem Fall hatte das besonders viel Mühe gekostet, also sollten wir vielleicht zeigen, dass wir das zu schätzen wissen mit einer Party oder so. Eine Party für die Abteilung veranstalten würde uns 20.000 kosten, würden aber 50% für diese Heizdecken bekommen. 50% ist schon krass. Oder widersprechen, wir kriegen trotzdem dieses 50%, aber die Moral würde dir sinken. Ja, komm, wie gesagt, das Geld, klar, es ist auch wichtig, aber nee. Danke. Es ist Geld toll, ist Zeit für sowas weniger ist. Jetzt so wichtig, würde ich sagen. Also zumindest mal bei diesen Beträgen. Ah ja, und jetzt müssen wir ja eigentlich schon fast. Also nee, die andere Sache ist jetzt noch aktiv, ne? Wir können nicht zwei Sachen gleichzeitig. Aber die 50, der Rabatt geht ja nicht, der schwindet ja nicht, ne? Ja, okay, gut. Also den haben wir jetzt auf jeden Fall. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So. Dann aber jetzt hier erstmal weiter. Und jetzt haben wir auch 700. Jetzt ist die Frage. Warte mal, warten wir noch diese 6 Tage ab bis zum Cup? Nee, machen wir nicht. So, jetzt ist die Frage. Ich denke mal, wie gesagt, das können wir jetzt aktuell nicht machen, weil Teilung überlastet, aber Aero könnten wir jetzt eben das hier anstoßen. Zwar ohne Rabatt und würde auch erst dann, wenn es durchgeht, bei Miami fertig werden, aber dann hätten wir da den Ausgleich und das ist, glaube ich, auch okay. Ich glaube, in Aserbaidschan ist es nicht schlimm, wenn die Aero-Balance vorne zu hinten nicht ganz exakt gleich ist. In Miami wäre es mir dann, denke ich, schon wichtiger, weil dort einfach schnellere Kurven sind. Oder Kurven, wo es wichtiger ist. Deswegen passt es dann schon und deswegen machen wir das jetzt hier auch mal. Das ist nämlich auch angestoßen. Jetzt müssen wir halt natürlich hoffen, dass das andere durchgeht, nicht, dass ich halt schon wieder, ja, ihr wisst schon Bescheid. Ein bisschen Glück muss mal sein. Es muss ja auch mal irgendwas direkt durchgehen, oder nicht? So, wir haben jetzt noch 1,1 Millionen. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Was ich mir halt überlegt habe, ist vielleicht auch sehr frühzeitig in die Ressourcenpunkterzeugung zu gehen. Je früher man hier mehr bekommt, bekommen wir halt mehr in der Summe. Ihr versteht schon. Aber die habe ich schon gesehen, die sind sehr teuer. 2,7 kosten. Ups, hier nicht. 2,7. Ich glaube, hier ist ein bisschen billiger, aber auch 2,2. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, einfach nichts erstmal geldtechnisch auszugeben und dann aber wirklich hier in so eine Ressourcenpunkterzeugungsgeschichte mal ein bisschen rein zu investieren. Das sind halt schon mal 60 Punkte mehr pro Woche. Deswegen nicht schlecht. Machen wir einfach so. Gut, machen wir erstmal weiter. Bitte. Ja, es geht mal was direkt durch. Sehr schön. Hier kriegen wir auch noch mal ein bisschen Ressourcen. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Wunderbar. Reifenwahl, aber Reifen zu teilen bei Sprintwochen. Stimmt, das ist ja ein Sprintwochenende. Bei Sprintwochenenden. Sprintwochenenden haben eine andere Reifenzuteilung als Standardwochenende. Es gibt insgesamt weniger Sätze und beim Qualifying kann nur die softe Mischung verwendet werden. Aha. Okay. Weil im letzten Teil war es so, dass bei Sprintwochenende es schon sinnvoll war, mit der ausgewogenen Geschichte an die Sache ranzugehen. Weil, jetzt muss ich kurz überlegen, ob das immer noch so ist. Also, Training mal außen vorgenommen. Aber wir sehen, wenn wir jetzt hier weich machen, also das haben die, glaube ich, geändert, oder? Weil, wenn ich jetzt gucke, wir haben T1, also Training 1, da haben wir einen Medium, einen harten. Okay, bei der weichen Zuteilung. Dann haben wir in Quali 1, 2, 3 weiche Reifen. Im Training 2 haben wir zweimal Mediums. Im Rennen hätten wir zweimal Soft. Ne? Also im Sprintrennen hätten wir zweimal Soft. Und fürs Hauptrennen hätten wir einmal Medium, einmal Hart. Aber das passt doch dann. Wollen wir mal, jetzt gucken wir bei mal der mittleren Mischung, was sich ändern würde. Es würde ein Medium dazukommen. Hä, ich verstehe aber die Aussage nicht. Wir müssen Soft bei Sprint fahren. Seit wann? Hä, das kapiere ich jetzt nicht. Weil wir sind ja bei Sprintrennen auch schon öfters mal Mediums gefahren. Ne, also die Gefahr ist ja, wenn ich... Ist das wirklich so? Also ich meine, fürs Qualifying ändert sich nichts, wie wir sehen. Fürs Rennen würde sich halt nur ändern...
bin mir halt gerade nicht sicher, ob wir wirklich soft fahren müssen im Sprint. So stand es ja quasi da. Und klar, wenn wir den soft fahren, dann hätten wir kein fast Hauptrennen mehr. Wenn wir aber ein Medium fahren, dann hätten wir kein Medium mehr. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich ganz ehrlich jetzt gerade sagen. Aber ich glaube, ich mache das mal so. Wir gehen mal mit der ausgewogenen Geschichte. Dann hätten wir im Zweifel auf jeden Fall ein Medium fürs Hauptrennen und für den Sprint. Wir hätten Soft für den Sprint. Und wenn wir im Qualifying einen Soft uns vielleicht sparen, weil der geht ja auch nicht weg, hätten wir trotzdem nochmal einen Soft. Ich hoffe, das geht mal so. Wir beobachten das mal, weil ich glaube, die haben da ein bisschen was geändert. Weil ich meine, wenn wir im letzten Teil das Ausgewogene gemacht haben, dann hätten wir nämlich ein Medium im Qualifying gehabt, was ja gar keinen Sinn gemacht hätte. Ich glaube, das haben die angepasst. Weil ich mache trotzdem mal ausgewogen. Ich hoffe, das rächt sich nicht, aber wir werden sehen. Das experimentieren wir jetzt. Also, wir machen ausgewogen. Und dann wollte ich nochmal, glaube ich, irgendwas gerade schnell noch machen. Hier, die Dings. Aber okay, gut, das kann ich auch gleich. Ach, egal, das mache ich. Jetzt bin ich schon hier, jetzt kann ich so gleich machen. Wieder auf die quasi Trainingsteile wechseln. Aber ja, cool, dann kriegst du ja heute in der Folge auch nochmal ein... Wieso wäre das jetzt nicht jetzt... Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht so. Muss doch so rot markiert sein. So. Ja, da kriegst du heute ja sogar noch ein Rennen zu sehen. Deswegen spulen wir uns mal. Jetzt habe ich hier knapp, glaube ich, 20 Minuten im Management-Part verbracht. Aber gut, am Anfang Karriere ist immer ein bisschen mehr. Dann ist das heute ja eine richtige XXL-Folge. Seien wir fliegen natürlich im Quali jetzt direkt raus, dann nicht. Aber jetzt labere ich schon wieder viel zu viel rum. Deswegen, wir gehen direkt an die Strecke. Wir gucken, wie das Wetter wird und alles Weitere. Deswegen, let's go! Ja, und wir haben Glück, zumindest mal, wenn man es mit dem trockenen Wetter hat, denn in allen, ja, entscheidenden Sessions bleibt es schön. Ihr seht es schon im zweiten Training, was ja zwischen Qualifying und Sprintrennen liegt, soll es wohl ein bisschen regnen, aber ja, das kümmert mich jetzt nicht. Aber wie gesagt, im Qualifying, Sprintrennen und Rennen bleibt es trocken und das hat mir natürlich wieder die Möglichkeit gegeben im Setup, ja, mich auf diese Bedingungen ein bisschen einzustellen. Im ersten freien Training war es nämlich auch trocken. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz diesmal angegangen als bei den drei Rennen zuvor. Aber natürlich habe ich trotzdem ein paar Sachen mit übernommen. Flügeleinstellung habe ich tatsächlich jetzt einfach mal die Standardeinstellung gelassen. Ja, das Standard-Setup hier ist das Preset 4. Es hat einfach 14-16. Ich habe es einfach mal gelassen. Ja, ich habe mal zwar ein bisschen experimentiert mit 15-15, 13-15, irgendwie sowas. Aber am Ende dachte ich, ach, das ist gar nicht so relevant hier. Das passt schon so. Viel wichtiger war tatsächlich auch wieder die Radaufhängung. Da habe ich mir auch eigentlich erst gedacht, sehr wenig Sturz, wenig Spur, einfach weil es viel geradeaus geht. Habe dann auch mal gesehen, bei so Hotlabern und so, die haben das tatsächlich auch so gemacht. Aber im Großen und Ganzen habe ich dann doch wieder gesagt, okay, ich gebe mir doch wieder ein bisschen mehr Spur vorne und entsprechend auch hinten. Hinten für die Stabilität, vorne fürs Einlenkverhalten. Ein bisschen Radsturz auch. Und siehe da, das Fahrzeug fährt sich einfach viel ruhiger und besser. Ja, es ist nicht immer, vielleicht für ein Hotlapping nicht das Schnellste, aber für den Long Run, für die Stabilität einfach irgendwie angenehmer. Das Gleiche habe ich auch schon in Australien gemerkt. Nicht, dass ich jetzt Australien mit hier Abu Dhabi, mit Baku vergleichen möchte. Aber trotzdem, irgendwie hat das halt funktioniert. Und deswegen, ja, lassen wir es auch so. Ich habe auch wirklich mit allen Einstellungen da hinten probiert, von 13, 14, 15, 16 und dann dachte ich, nee, 16 ist eigentlich wirklich mit so am besten. Dann die Radaufhängung, ich glaube, da haben wir die größten Unterschiede, natürlich wieder vorne eine deutlich weichere Aufhängung, hinten aber im Verhältnis, zwar auch weich, aber im Verhältnis doch härter als jetzt in den letzten Rennen. Ausgeglichene Stabis, einfach damit das Fahrzeug besser um diese engen Ecken rotiert. Ja, wenn ich hier ein Fahrzeug habe, was zu sehr auf Stabilität ausgelegt ist, dann kriege ich das Fahrzeug nicht um die Kurven. Da muss ich so viel Geschwindigkeit wegnehmen, muss dann so langsam raus beschleunigen, dass das erst recht auf die hinteren Reifen geht. Und ja, Baku ist ein hinterer Reifenkiller. Dann Bodenfreiheit, tatsächlich doch schon weniger als in den letzten Rennen. Liegt einfach daran, dass Baku hier ja sehr flach ist. Beziehungsweise, klar, haben wir auch Höhenunterschieden, aber was ich damit meine, ist es kaum Unebenheiten, kaum Bodenwellen. Halte ich jetzt für unrealistisch, ist aber hier so im Spiel, deswegen eher
Die Bodenfreiheit den Schwerpunkt etwas gesenkt. Trotzdem natürlich ein Break, wo es vorne ein bisschen abgesenkt ist, aber auch hier eine Differenz. Nicht so krass, wie wir es bis jetzt hatten. Ansonsten, Bremse, so eine Sache. Am Anfang hatte ich sehr Probleme mit einem Lift of Oversteer, dass ich quasi auf der Bremse die Hinterachse mich überholt hat. Das hat sich jetzt aber durch das Setup ein bisschen gelegt. Jetzt hatte ich eher sogar das Gefühl, dass ich mehr nach hinten gehen muss. Mit 54% habe ich es jetzt gar nicht erst probiert im Qualifying oder werden wir es vielleicht probieren im Qualifying, aber 55 hat sich zumindest mal so für den Anfang ganz gut rausgestellt. Ich denke mal im Long Run, wenn dann die Reifen ein bisschen mehr abgenutzt sind, gehen wir dann auf 56 vor. Aber eben nicht zu viel, weil die vorderen Reifen extrem schnell blockieren hier. Gerade in Turn 2 rein, in Turn 3 rein. Wo ist es noch so extrem? Quasi fast in jede Kurve rein, außer Turn 1. Turn 1 ist quasi die größte Gefahr eigentlich mit einem Lift of Oversteer. Aber ja, so ist das. Also Lift of Oversteer für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist, wenn du anbremst, beziehungsweise vom Gas gehst, aber halt quasi in eine Verzögerungsphase, dass sich quasi ja beim Anbremsen das Heck überholt. Ja, so kann man das einfach sagen. Ja. Es gibt noch ein Power Oversteer, das ist quasi, wenn das Heck dich überholt beim Rausbeschleunigen. Und entsprechend beim Anbremsen ist es das Lift of Oversteer. Ansonsten Reifendrücke etwas mehr, als ich ursprünglich immer dachte, aber das hat sich eigentlich in Australien ganz gut bewährt. Deswegen dachte ich mir, machen wir das hier auch mal so. Links, rechts ein bisschen Verhältnis, weil einfach die eine Seite mehr belastet wird als die andere. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir gucken ganz kurz nochmal auf die Reifen, aber wir haben es ja schon gesehen, wir haben eine komplett softe Reifenauswahl. Das sollte eigentlich passen. Und ich glaube, der große Unterschied beim Sprintrennen oder Sprintwochenende ist, wir haben einen Satz weniger Softs im Qualifying. Ne? Das ist der Unterschied, weil das ist schon der Q3. Das ist der Sprint- bzw. Hauptrennreifen. Und dann haben wir nochmal zwei Mediums und Hard. So haben wir es jetzt ausgewählt. Ja, mal gucken, was am Ende rauskommt. So oder so, wir tanken auf jeden Fall nochmal ein bisschen ab. So viel brauchen wir dann doch nicht mitnehmen. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Zeit ein bisschen voranschreien. Lassen wir die Strecke mal ein bisschen freiräumen, sage ich jetzt mal. Sagen wir mal bis, ja, so. Jetzt würde ich sagen, langsam würde ich rausfahren, aber ich glaube, die meisten sind jetzt eh in der In-Lab, hoffe ich doch. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hinkriegen. Ich gucke jetzt gar nicht, was die anderen für eine Zeit gefahren sind. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ich den Trainingsprogramm Glauben schenken darf, dann bin ich extrem off-pace. Also ja, das Setup, was ich gerade jetzt hier gebastelt habe, war natürlich in erster Linie wieder einfach für ja, Stabilität für mich, beziehungsweise für Konstanz. Es kann sein, dass es halt komplett langsam ist. Das kann tatsächlich sein. Aber das tut, glaube ich, jetzt hier erstmal nichts zur Sache. Wichtig ist für mich, das habe ich einfach aus 2021 und 2022 jetzt einfach gelernt. Es bringt dir nichts, ein super schnelles Setup zu haben, was dann halt auf eine Runde geil funktioniert, aber im Rennen dich einfach tötet. Und durch die Parc-Fermé-Regel, wo wir nicht groß was ändern können, ist ganz klar für mich, wir brauchen einfach ein Setup, auf was ich mich verlassen kann, wo ich Vertrauen habe. Und dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, es sind jetzt nur die Trainingsprogramme gewesen, die sind sowieso zum Teil manchmal ein bisschen buggy. Deswegen machen wir jetzt noch keinen Kopf, wir werden gleich sehen, wo wir da stehen, performance-technisch. Ich würde ja immer auf einer fliegenden ist oder nicht. Auf jeden Fall. Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Ich versuche einfach mal schon mal gleich einen guten Run zu setzen. Und dann werden wir ja sehen, ob wir quasi schon im Q1 direkt rausfliegen. Oder ob ich mich selber überrasche. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Auger hat zumindest mal schon mal drei andere geschlagen in seinem ersten Versuch. Drei andere Teams auch. Ja, das ist dahin super, super ausgeglichen. Jetzt hier aufs Rennwochenende hin, da kann ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, hat sich das alles sogar in der Reihenfolge wieder verschoben, aber alle halt, wie gesagt, an diesem weißen Strich, alle irgendwie gleich auf. Das ist schon sehr interessant. Der will jetzt nicht vorbeifahren, das nervt jetzt schon wieder extrem. Die Reifen halt auch nicht wirklich auf Temperatur, wobei die Kerntemperatur ist eigentlich, das ist nochmal einer, sorry an den Alpinen. Kerntemperatur ist nicht das Problem, da ich ein bisschen die Bremse schleifen lasse. Oberfläche bringen wir gleich noch hin. Ja, komm, fahr jetzt vorbei. Brauchte ich nicht auf meiner schnellen Runde. Problem ist, dadurch, dass es die Outlap so lang geht, werde ich nachher gleich ein Problem haben, nochmal einen zweiten Run zu setzen. Aber der will halt nicht vorbeifahren, was soll ich machen? Ich sehe jetzt gleich, kommt der fährt mir in die Karre, da gibt es eine Crit-Platz-Strafe. Oh Mann, ey, Leute, ihr geht mir so auf den Sack. Fahrt doch jetzt einfach vorbei. Fahrt einfach vorbei, danke, bitte, fahrt vorbei. Fahr. Danke. Das nervt. Jetzt sind halt die Oberflächen komplett kalt. Gucken, dass wir ja trotzdem ordentlich Speed mitnehmen. Also das passt schon für die Oberflächen. Jetzt die zwei schnellen links, rechts. Wenn ich da jetzt nicht gleich wegdrifte, sollte das passen.
Gut, okay. Rein da, erster Run. Gucken wir mal, was wir rauskitzeln können. Es war zu spät. Oh, Glück gehabt. Ich hasse Baku. Ich breche die Runde ab. Ich habe jetzt schon gesehen, dass ich 6/10 hinter Hauger bin. Das kann ich gleich schon vergessen. Ja, voll verbremst, ey. Das ist aber auch diese Stelle in Turn 3 rein. Durch dieses Gestrüpp und alles, der Bremspunkt da richtig zu treffen, ey. Ich finde es da manchmal richtig schwierig. Ey, wir lassen die Reifen drauf. Ich glaube, die sind jetzt nicht so krass abgefahren. Natürlich ärgerlich. Aber ganz ehrlich, nee, komm, keine Ausreden suchen. Das war einfach schlecht von mir. Schlechter Outlap schon. Nicht gut reingekommen dadurch, weil die einfach so unnötig Stress gemacht haben. Es ist so. Und wie gesagt, es ist einfach im Kopf, egal wie man es angeht, es ist einfach im Kopf, dass Baku einfach nicht mein Pflaster ist. Das ist, glaube ich, die schlechteste Strecke ever. Das ist so das Kryptonit von mir einfach. Weiß nicht warum, das hat sich einfach so entwickelt über die letzten Jahre. Wie schon gesagt, selbst wenn ich mal eine gute Pace hatte, dann habe ich das Ding in die Wand gesetzt. Also, ja. Egal, jetzt ist es halt so. Wie gesagt, ich lasse jetzt die Reifen. Das wird schon passen. Haben jetzt leider keine Zeit. Ich gucke jetzt auch gar nicht, was die gefahren sind. So, lassen wir die Zeit voranschreiten. Wann fahren wir denn am besten raus? Bei... Ja, jetzt dann eigentlich, oder? Hinten schön hinten dran rein. Würde ich sagen, das sollte passen. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, das wird jetzt die Session gewesen sein. Ich glaube nicht, dass wir ins Q2 diesmal kommen. Aber mal wieder typisch Baku, Mann. Ah, ich hasse es. Jo. Ich weiß Bescheid. Ja, absolute Konzentration jetzt nochmal alles raushauen. Im Prinzip haben wir auch nichts jetzt zu verlieren. Mich ärgert es nur wieder, dass ich mir so einen Kopf mache wegen dieser Strecke, ne? Also ich weiß ja selber, wo das Problem liegt. An mir. Mir. Aber ja. So, Leute. Auf geht's. Letzter Run wahrscheinlich. Aber wir haben ja noch ein Sprintrennen.
heute. Also, wenn es jetzt das aus sein soll, dann ist es halt so. Schon wieder verbremst. Das gibt's doch nicht, Ray. Was ist denn los? Oh mein Gott. Ey, ohne Witz, Mann. Das gibt's doch einfach nicht. Schon wieder verbremst. Die gleiche blöde Stelle, ey. Oh, ich hasse es. Ja, sorry, ey, Leute. Tut mir so leid. Überhaupt nicht bei der Sache. Ich weiß nicht, was los ist. Im ganzen Training ist mir das nicht passiert, tatsächlich. Aber jetzt im Qualifying, wo es drauf ankommt. Ja, komm. Gehen wir hier. Ja, jetzt stupst mich noch an. Gib ja schon Gas. Jetzt, wo es quasi drauf ankommt, ja. Verbremse ich mich nonstop an dieser dummen Stelle. Aber ich sag auch ganz ehrlich, die sollten mal die Bäume da rechts stutzen, weil ich gucke halt schon auf die Abstandsschilder und ich verpasse jedes Mal dieses 100-Meter-Schild. Und du musst halt nicht beim 100-Meter-Schild bremsen, sondern du musst so 20 Meter davor bremsen. Und dann, ja, bin ich meistens da schon zu spät irgendwo. Uah. Ärgerlich, ey. Das ist jetzt richtig peinlich, Mann. Aber ja. Zeigt nur wieder, dass man einfach nur ein Mensch ist und halt einfach auf Fehler macht. Und wie gesagt, Baku, es ist verkopft. Es ist einfach so verkopft, Mann. Das gibt's nicht. Aber, naja, wir wissen ja jetzt, was wir machen. Wir starten vom letzten Platz ins Sprintrennen. Das wissen wir schon mal. Und, wir wissen, dass ich komplett neue Teile order. Ja. Komplett neue Teile rein. Und dann haben wir vielleicht sogar für die Saison schon mal ein bisschen was extra. Und oh Mann, ey. Das ärgert mich. Ihr merkt gerade selber, ich mache mich gerade selber voll fertig. Mann, das gibt's doch nicht. So eine Kacke, Mann. Wirklich. Naja, gucken wir mal auf die Zeiten von den anderen. Aber ich glaube, wenn ich das schon sehe, ich glaube, ich wäre so oder so nicht weit gekommen. Ja, also, ich bin ganz ehrlich. So in den 43er wäre ich auch, glaube ich, ungefähr gewesen. Also ich wäre sowieso hier hinten gewesen, seien wir mal ehrlich. Also von dem her ist es nicht so schlimm. So von der Einschätzung, wie es im Training war, würde ich jetzt sagen, war ich da wahrscheinlich irgendwo. Von dem her ist es halb so wild. Es ärgert mich jetzt so. Es ärgert mich so. Aber ja, muss es mal geben. Es muss es geben. Also macht mich nicht fertig. Hab ein bisschen Mitleid mit mir. Ich weiß selber, was ich gerade hier verbrochen habe. Aus mehreren Ebenen. Jetzt musst du das Beste draus machen. Wie gesagt, nutzen wir die Chance, ordern einfach neue Teile. Weil mehr als letzter können wir eh nicht starten. Und dann gucken wir einfach, dass wir vielleicht im Sprintrennen irgendwie was gut machen können. Aber ja, schauen wir einfach mal. Also, kurzer Cut. Und dann geht's direkt rein ins Sprintrennen. Boxenstops und Benzinstrategie kann man heute vergessen. Bei diesen Sprintrennen heißt es Gas geben bis zum Ende. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole.
Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Hamilton, Russell, Sainz, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Norris, Magnussen, Albon, Stroll, Bottas, Oscar Piastri, Hülkenberg, Joe, Tsunoda, Sargent, Hauge, De Vries, Hauge. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Was? Haben die Lack gesoffen oder so? Ja, also, ja, man kann optimistisch an Sachen rangehen. So ist es nicht. Man muss nicht immer pessimistisch sein. So wie ich zum Beispiel im Qualifying. Absolut verkopfte Sache. Ah, ärgert mich das, Mann. Oh, naja, immerhin wurde ich bei der Startaufstellung nicht namentlich genannt. Ja, das ist ja schon mal auch ganz schön. Ja, und apropos Startaufstellung. Wir haben gesehen, die Top 10 ist ziemlich langsamer Zeiten gefahren. Also vielleicht hat der Regen sogar schon, ja, tatsächlich in Q3 eingesetzt. Im zweiten Training war ja Regen angekündigt. Bin auch tatsächlich ein paar Runden gefahren. Ich sag nur so viel, zum Glück fahren wir jetzt das Rennen, nicht im Regen. Aber sei es drum, gar nicht lange schnacken. Ich möchte auf jeden Fall Wiedergutmachung leisten und ja, ähnlich wie Jeff, sehr optimistisch an die Sache rangehen, auch wenn ich Top 10 eher ausschließe. Wir gucken mal. Und ja, guck mal. Also, Medium, Reifen, das war genau die richtige Entscheidung. Also, wir können mal gucken, ob Software. Ja, okay, Software auch gegangen. Aber. Mit einem guten Auto auf jeden Fall, aber ich glaube, mit unserem Auto ist es perfekt, dass wir dann das so angehen. Ja, wir tanken ein bisschen ab, würde ich sagen. Ja, ja, so ein bisschen abtanken, das passt schon. Ansonsten gibt es groß, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen rein und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Zu verlieren haben wir quasi nichts. Oh Mann, ey. Ja, also wie gesagt, absolut verkopft, absolut unkonzentriert irgendwo. Es ist nicht so, dass ich nicht fit wäre. Es ist irgendwie, ich keine Ahnung. Aber jetzt machen wir es einfach besser. Launch map is good, but we need to learn the gears. So go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes. So put some energy into them and warm the tires as well, please. Es ist halt schwierig, finde ich, hier in Baku eben die Bremspunkte nach diesen schnellen oder von diesen schnellen Straßen kommenden Punkten zu finden, zu setzen. Wie gerade schon gesagt, eigentlich bei 120 Meter, das heißt kurz vom 100er Board, jetzt achtet aber mal rechts drauf, das siehst du fast gar nicht. Guck mal, das versteckt sich da hinter dem Baum. Wobei, wir haben links, sehe ich gerade auch nochmal Schilder. Ich nehme einfach das Schild links in Zukunft. Perfekt, weil hier nutze ich auch das Schild rechts. Weil guck mal, das 50er-Schild links, das siehst du gar nicht. Das ist gerade verdeckt. So, als ob man das nicht für so ein Rennen mal frei machen könnte. Aber okay, also wir haben auf beiden Seiten Schildern. Gut zu wissen, besser spät als nie. Dann nutze ich einfach das Schild quasi da für Turn 3 links und für Turn 4 entsprechend rechts. Weil, ja, Bremspunkte ist halt A und O. Müssen wir nicht drüber reden. Ja, aber zum Rennen selber, zum Sprintrennen. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Wie gesagt, klar will ich nach vorne kommen, um einfach eine bessere Position im Hauptrennen zu haben. Wichtig wird aber auch sein im Sprintrennen, da wir ja nicht stoppen, auch wirklich nicht stoppen zu müssen, sprich Thema Flügel. Wie schnell fährt man sich hier mal Flügel kaputt im Gedränge? Deswegen müssen wir mal gucken, vielleicht den Ziehharmonika-Effekt, der sich definitiv bilden wird, ein bisschen ausnutzen, aber jetzt auch nicht komplett reinjieten. Wir haben jetzt nichts, wo wir sagen müssen, wir müssen all-in gehen. Einfach das Beste draus machen und ja, vielleicht ein positives Erlebnis trotzdem mitnehmen fürs Hauptrennen. Also dem her, das passt schon. Weil, wie gesagt, im Training hat sich alles ganz gut angefühlt. Pace, okay, keine Ahnung. Scheinbar nicht so gut, aber Rennen ist nochmal was anderes als Qualifying. Deswegen, wir gucken jetzt einfach mal. So oder so, schön, dass du auf jeden Fall noch dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim Sprintrennen in unserer F1 23 My Team Karriere mit unserem Pixar Racing Formula One Team. Ich glaube, es geht auch direkt los. Ich glaube, wir müssen da hinten auf niemanden warten. Oh Mann, ist das peinlich. Aber ja, sowas gehört dazu. Und ihr wisst, bei diesem Let's Play-Projekt, ich stehe zu allen Fehlern. Das gehört halt einfach auch dazu, genauso wie der Erfolg. Also, jetzt gucken wir mal.
das ist genau das Staunen, was ich gemeint habe. Dass da keine Attacke von hinten kommt. Ist jetzt erstmal zufrieden mit dem Start. Ich versuche jetzt eigentlich ähnlich wie damals beim Bahrain-Rennen auch schon, nicht zu aggressiv raus zu beschleunigen. Einfach um die hinteren Reifen auch ein bisschen zu schonen. Bringt nämlich nichts, wenn wir den Abrieb hinten zu sehr provozieren. Das zerstört nachher nämlich die komplette Balance. Staut sich es halt so extrem, als dass man jetzt gar nicht einschätzen kann, ist man einfach zu schnell oder nicht. Naja, wir gucken mal. Ich habe es hier lieber ein bisschen früher, einfach Dirty Air und man weiß halt nicht, was Sache ist. Schwierig, weil er rausgezogen ist. Wusste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Ja, schwierig. Über den inneren hohen Körper fahren. Schwierig. Aber wir müssen auf jeden Fall an Sargent vorbei. Wir können schneller als der Williams. Auch wenn der Williams hier in der Karriere ja jetzt nicht das schlechteste Fahrzeug ist, wie wir vorher gesehen haben. Aber ich glaube, schneller als Sargent sollten wir auf jeden Fall sein. Oh Gott, ich dachte, ich bin schon... Okay, ich bin so dumm, Mann. Ich weiß nicht, was los ist heute. Egal, es ging alles gut, zum Glück. Ich dachte, ich bin schon mehr... Ich bin klar vorbei. Aber er war da noch in. Dann habe ich im letzten Moment nicht komplett zugezogen, sonst wäre das richtig, hätte es richtig gescheppert. Die Lücke zu Joe vielleicht zufahren. Sollte aber klappen, weil die, wie gesagt, ja alle so ein bisschen aneinander hängen. Ja, Thema Ziehharmonika-Effekt. Das habe ich ja schon mehrfach betont in F1 23. Windschatten und DRS ist so wichtig und bei der Strecke sowieso. We'll be right back.
Ja, ich kann es noch nicht einschätzen, wie die Pace ist. Also klar, jetzt so von da hinten gestartet, können wir auf jeden Fall mitziehen. Wir können schneller, aber wie gesagt, die stauen sich gegenseitig auch noch so ein bisschen auf. Gap to your teammate behind is 2.3 seconds. Windschatten, DRS etc. Bremst halt doch ein bisschen weiter vorne. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Machen wir, wie gesagt, das Beste einfach draus. Okay, ich glaube, ich muss die Balance schon direkt nach vorne stellen. Die Strecke hat auch echt nicht viel Grip. Das merkt man. Also der Regen hat da schon noch mal ein bisschen was weggespült. Oh, was mache ich denn? Glück gehabt. Ja, die Hinterreifen sterben einfach. Das ist so krass. Obwohl ich echt versuche, sehr sanft ans Gas zu gehen. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Okay. Ja, Sprintrennen ist halt wirklich ein kurzes Rennen. Ja, dadurch, dass das Mittelfeld so ausgeglichen ist, ist es natürlich jetzt schwierig, sich da irgendwie hervorzutun. Und da sich jetzt alle so ein bisschen gegenseitig dann Windschatten und DRS geben, das ist so eine Sache. Aber positiv ist ja schon mal, dass wir quasi die Pace irgendwo hier mitgehen. Macht schon mal Mut fürs Hauptrennen. Dass er da noch ist. Immer wieder hin nochmal eine Position gewonnen, das ist doch gut. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Auch wenn wir trotzdem halt ja weit hinten sind, aber ganz ehrlich. Es ist ja auch jetzt, wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn ich jetzt hier durchs Feld fügen würde. Woher soll jetzt auf einmal diese Pace kommen? Ich sag, die Autos sind alle ungefähr gleich stark. Von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich muss gerade ein bisschen mein angeknackstes Ego wieder aufbauen nach dieser peinlichen Vorstellung. Sagt mein Ego in Baku ist eh nicht das Beste.
Aber vielleicht kriegen wir ja noch eine Position oder zwei Positionen hin, das wäre schon ganz geil. You've lost some time to the car behind. Boah, den Körper rausbeschleunigen, gefährlich. Ja, man merkt die hinteren Reifen, ey, das ist krass, wie die im Verhältnis wegglühen. Deswegen ist es mit der Bremsbalance nach vorne legen auch schon nicht verkehrt, da ein bisschen mehr Last die vorderen Räder zu bringen. Die hinteren glühen schon mehr als genug. Temperaturen ist völlig okay alles. Ja, genau das, dieses dumme Lift of Overs hier, ey. Wenn du dann jetzt keinen Grip auf den hinteren Reifen hast, passiert genau das. Das ist krass, wie die hinteren Reifen sterben. Halt zu weit weg. Da die sich gegenseitig Windschatten und DRS geben, schwierig. Ist halt das. Da sich jetzt einen Vorteil rauszuschaffen, schwierig. Schwierig. Aber Pace ist gut, würde ich sagen. Die passt. Ja, mit einem guten Qualifying. Wer weiß, was da gegangen wäre. Sicht. Ich kann nicht so viel Grip aufbauen, leider. Die hinteren Reifen glühen schon zu sehr weg. Wollte ich zu viel riskieren, jetzt habe ich es
quasi weggeschmissen. Gut, Ding hat kein DRS mehr. Aber ich bin zu weit weg. Das wird nicht mehr reichen. Ja, nur P17 ist natürlich jetzt keine Meisterleistung, aber ey, immerhin ein bisschen nach vorne gekämpft. Und wir müssen das Positive mitnehmen. Ich habe nochmal komplett neue Teile geordert. Das heißt, es wird uns ja auch für die restliche Saison vielleicht ein bisschen helfen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was im Hauptrennen geht. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Nach diesem Sprintrennen steht die Startaufstellung für das große Rennen morgen fest. Seien Sie auch dann wieder mit dabei, denn es wird mit Sicherheit ein großartiges Rennen. Ja, gucken wir kurz mal. Rundenzeiten sind ja auch vielleicht ganz interessant. Ja, ich denke, Pace ist okay, aber ich schätze mal, hier in dem Bereich ist auch so der realistische Rahmen und dann ist es auch okay. Wie gesagt, wir gucken mal, was wir das Beste draus machen können. Ich denke mal, mit ein bisschen Glück oder so hätte ich da vielleicht sogar noch vorbeigehen können. Ich muss auf jeden Fall fürs Hauptrennen gucken, dass ich viel, viel, viel früher anfange, irgendwie die Hinterreifen noch mehr zu schonen. Das ist ein ganz großes Thema hier. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was im Rennen geht. Und ja, Reifen schonen, Reifenverschleiß ist sowieso das große Thema. Dann die nächsten Rennen, das ist schon mal sowieso klar, auch gerade in der Entwicklung. Ja, ich würde sagen, ich lasse dich nochmal mit den Highlights des Rennens alleine. Und dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du auch zum Hauptrennen mit einschaltest. Und dann gucken wir einfach mal, versuchen wir das Beste draus zu machen. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ihr merkt es vielleicht, ich bin schon ein bisschen niedergeschlagen. Ja, Baku, okay, hin oder her. Aber ich habe es mir, glaube ich, im Kopf selber kaputt gemacht. Und dann zweimal diese dumme Fehler im Qualifying. Man nimmt sich halt schon doch ein paar andere Sachen vor, ja. Und ich weiß halt gerade auch überhaupt nicht, wo ich stehe hier bei diesem Rennwochenende. Und ja, müssen wir was Besseres draus machen. Müssen das wie ein Kämpfer sehen. Jetzt geht's von P17 ins Rennen. Und dann gucken wir einfach mal. Also, viel Spaß mit den Highlights. Ich würde mich freuen über ein Däumchen nach oben dennoch. Und natürlich auch, wenn du dann zum Hauptrennen wieder einschaltest. Mach's gut. Ciao.